Eurobike 2024, Neuheiten bei den Lastenrädern, zeigen wir euch hier bei Cargo. Eurobike 2024. Wir sind bei Cargo. Neben mir steht der Sebastian. Hallo, und schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Und wir schauen uns das CS-Modell mal genauer an. Genau. Das ist ja noch ein relativ junges Bike. Das wurde bisher gebaut mit dem Bosch. Mit der Bosch Cargo Line. Cargo Line, ja. Genau, verschiedene Akkugrößen, verschiedene Schaltungsvarianten. Und neu dazu kommen jetzt die Produktlinie CS 70, 80, 90, die drei Modelle. Die unterscheiden sich? Unterscheiden sich im Antrieb. Wir setzen auf den Bosch SX. Wiederum als Option verschiedene Akkugrößen möglich, auch drei Schaltungsvarianten, die wir anbieten an dem Rad. Und als Topmodell haben wir die Range nach oben erweitert mit dem CS 200 Exclusive. Das wir hier schauen vorne wir sehen. Schauen wir uns gleich an. Genau. Wunderbar. Bei dem, wo wir jetzt gerade stehen, also neben verschiedenen Akkugrößen, Motor variiert in den Ausstattungsvarianten, in Schaltung und Antrieb, haben wir bei dem jetzt auch ein bisschen mehr für den Outdoor-Freund dabei. Wir haben zusätzliche Farben, was jetzt für alle Modelle gilt. Hier setzen wir dann bei dem CS90 auf den Schwalbe Smart Sam Cargo, der natürlich perfekt passt für den Offroad-Gedanke. Derjenige, der mit einem Gravelbike vielleicht unterwegs ist, möchte das Ganze mit einem Lasten-, mit einem Transportrad machen, wäre das CS90 genau das richtige Rad. Also für Touren dann auch ein bisschen besser ausgelegt, genau. Dass ich da für Schotter und Wald ein bisschen mehr Optionen habe. Genau. Und das Farbkonzept ist auf jeden Fall auch ein bisschen frischer. Also ihr habt deutlich erweitert, ein paar neue frische Farben ins Portfolio. Genau, es gibt immer vielleicht eine frischere Farbe und eine vielleicht gedecktere Farbe, sodass okay, für jeden Geschmack was dabei ist. Und zubehörmäßig ist auch einiges Neues dabei, das schauen wir uns auch gleich noch im Detail an. Jetzt gehen wir erstmal zu dem 200er und schauen uns das Exclusive-Modell mal näher an. Genau. Das CS 200 Exclusive gibt es in diesem wunderschönen Grau mit dem Cargo-Line-Motor. Genau. Es ist im Prinzip alles wie bei den anderen Bikes. Eine Besonderheit haben wir allerdings. Eine Besonderheit, wir haben eine Dropper-Post von 8 Pins montiert auf dem Rad, um einfach perfekt um verschiedene Körpergrößen, also Frau und Mann nutzen das Rad gleichzeitig. Wir haben sogar eine Besonderheit, dass wir eine zweite Sitzposition eigentlich programmieren können. Das heißt, die zwei Positionen sind dann immer vorhanden und wir fahren immer auf der gleichen Höhe. Das ist perfekt für den Haushalt, wenn mehrere sich das Fahrrad teilen. Genau. Der Front Range Extender, wenn wir zum Zubehör kommen, ist diese Platte, die schauen wir uns gleich noch genauer an. Die ist in dem Lieferumfang bei dem Bike dabei. Bei dem Bike mit dabei, so wie es hier steht. Optional als Zubehör erhältlich sind natürlich Kindersitz, die neue Tasche, die wir haben, um Schloss, Kleinigkeiten transportieren zu können. Und das All-Weather-Top, das über die Sporttasche oder über die Getränkeflasche, Getränkekiste drüber passt. Okay, perfekt. Schauen wir uns gleich im Detail noch an. Zu dem Frontrange wollte man noch sagen, der kann optional vorne oder hinten montiert werden. Das genau. Ist nämlich auch eine ziemlich pfiffige Geschichte mit der MIG-Lösung. So ist man sehr variabel im Einsatz. Genau. Wunderbar. Dann gehen wir rüber zum Zubehör. Der Fitlock-Verschluss hat hier auch an der Softbag Einzug gehalten. Das ist die Zubehörtasche von euch, die neue für den Kofferraum unten. Genau. Das wäre das Zubehör, das für das CS, für unsere CS neu dazukommt. Spritzwassergeschützt? Spritzwassergeschützt. Passt perfekt unten. Sehr robust, abschließbar die Tasche für alles, was transportiert wird. Wenn wir weitergehen im Zubehör, wir haben jetzt die Bike-Garage für das CS. Fürs ganze Bike. Die am Lenker montiert wird mit Klett und nach vorne und nach hinten dann über das Rad gepackt wird. Okay. Aussparung für den Kindersitz, das heißt, der muss nicht extra demontiert werden. Demontiert werden, ja wunderbar. Wir haben die Floormat, die unten reinpasst, die verhindert das Rutschen und dämpft so ein bisschen die Vibrationen ab. Perfekt für den Bierkasttransport. Wir haben das Extended Front Track, das, wie wir vorher angesprochen haben, vorne wie hinten funktioniert mit dem MIG-Adapter-System. Abgeschlossen also mit dem eigenen Block von uns. Und zu guter Letzt wäre die
Utility Bag, die perfekt in den Rahmen einpasst, auch wieder abschließbar gesichert, abschließbar für Zubehör, für Schloss, für Getränke. Sachen. Genau. Wunderbar. Das ist ein umfangreiches Zubehörprogramm, aber ihr arbeitet weiter dran, also ihr wollt mehr machen noch in dem Bereich? Wir sind bestrebt, das natürlich weiter auszubauen. Da gibt es verschiedene Ideen. Mal sehen, wie schnell wir es umsetzen können, wie wir es umsetzen werden. Wir haben Ideen mit einer Box, die vorne wie hinten montiert werden kann. Ansonsten sind wir offen, was es alles gibt. Wir behalten es im Auge, wir sind gespannt und wenn es was Neues gibt, zeigen wir euch das. Und Kim hat das CS schon zu Hause, also seid gespannt, bleibt gerne mit dem Abo dabei. Wir zeigen euch einen ausführlichen Fahrbericht zu dem CS. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.